So, die Kamera läuft jetzt wirklich, Ton läuft jetzt auch. Tick 23.819 und Action. So, läuft die Aufnahme wirklich? Ja. Na gut, naja, müssen wir gucken, ob wir damit hinkommen. Bisschen hell sind wir jetzt. Tag Internet. Ich filme nur ab und zu mal und oft jetzt neuerdings auch so mit meinem Handy, weil das die Kamera ist, die man halt immer dabei hat, und die große, die, mit der ich jetzt hier aufnehme, die will ich nicht immer mitschleppen, weil es wirklich schwer. Und ja, die GoPro habe ich meistens auch noch in der Hand, aber naja, mit dem Handy ist halt einfacher, da sieht man, was passiert und so. So, und das Problem beim Handy aufnehmen ist allerdings die Sache mit dem Halten. Und das finde ich wirklich ein Problem, weil man muss entweder so mit zwei Händen halten oder hält so. Oder wenn man sich selbst filmt, macht man hier auf den Selfie-Modus und hält so oder hält dann so. Alles nicht optimal und ist wackelig. Und ich habe gerade beim iPhone 6 Plus und beim iPhone 5 hatte ich das Problem auch schon, dass ich Angst habe, die runterzuschmeißen, weil ich habe die irgendwie nicht so sicher in der Hand. Beim iPhone 4 war fand ich das besser. Ich hätte auch das 6 Plus gerne in der Dicke vom iPhone 4 und dafür mehr Akku und so. Aber gut, das ist jetzt so mein Geschmack. Für das iPhone 5 gab es da mal so eine Hülle, die man so wie diese hier aufgeklippt hat. Und dann hat man hier so einen kleinen Wulst gehabt, wie so einen Griff halt, wie bei der Spiegelreflexkamera. Und konnte dann ganz gut halten. Oder hätte man ganz gut halten können. Habe ich mir nie bestellt, weil war sehr teuer. Irgendwie über 100 Euro oder so, glaube ich. Auf jeden Fall mir zu teuer gewesen für das bisschen Plastik, was da dran war. So. Jetzt habe ich natürlich 6 Plus. Film damit mehr. Und wollte schauen, was es da so gibt. Und bei der Suche bin ich auf das S1 Smartphone Rig von Shoulderpod gestoßen. Die Adresse ist shoulderpod.com, blende ich dann hier nochmal ein oder später unter in den Infos zu dem Video. Ja, darauf bin ich gestoßen und das hat mein Interesse geweckt, weil zum einen kostet es nur 29,90 Euro, was habe ich das bezahlt, und scheint das zu machen, was ich möchte, und ist außerdem noch leicht an- und abzumachen wieder. Ne? Bei diesen Hüllen hat man ja auch mal gerne das Problem, dass man die nicht so schnell abkriegt, wenn man sie mal dann nicht dabei haben will. Oder man hat sie dabei und muss sie wieder schnell aufklippen, da ist alles, naja, gut. Weiterer Vorteil ist, dass es nicht nur für das 6 Plus geeignet ist, sondern auch für andere Smartphones. Ist praktisch universal. Ja, also falls ich mal ein neues Telefon holen sollte oder ihr ein anderes Telefon habt, könnt ihr das auch gerne nehmen. Ich packe das jetzt mal mit euch zusammen hier aus. Dafür nehme ich dann nochmal das iPhone 6 Plus mit meiner komischen Handhaltung. Das ist also die Verpackung, die, wie ich finde, auch schon stylisch aussieht, aber nicht so übertrieben. Mit massiv viel Plastik oder sonst was. Also wenn ich dran denke, wie die GoPro verpackt war, um Gottes Willen, ein Haufen Plastik drumherum, man brauchte ein Messer, um alles zu öffnen, und nein, das ist hier besser gelöst und trotzdem schick. Hier kann man schon mal sehen, man kann es auch an den Stativ anbauen, man hat diesen Griff und man kann es als Standfuß benutzen. Das geht auch beim 6 Plus. Wenn man es öffnet, ist hier ganz kurz nochmal eine Erklärung zu der Firma. Wir haben drin eine Handschlaufe, auch schon mal ganz gut. Wir haben hier das S1 selbst, also diesen Rig praktisch, und dazu noch diesen Griff. Wenn man hier den Schaumstoff entfernt, hat man außerdem hier noch eine Erklärung und Garantie und so. Und einen kleinen Hinweis. Gut. So, an diesem besagten Rig
Mal gucken, ob ich wenigstens einigermaßen in der Schärfe bin. Damit hat man hier eine kleine Rändeschraube. Ich muss das mehr in die Kamera halten. Das mit dem Bildschirm verwirrt mich immer. Also man hat hier eine kleine Rändeschraube oben, die dreht man und mit dem dreht man die Entfernung oder die Weite, die Breite der Backen auseinander. Das erinnert so ein bisschen an so einen Schraubstock oder an eine Schraubzwinge und deswegen sage ich jetzt mal Backen. Sieht schon, die sind so ein bisschen geformt. Also ich kann sagen, iPhone 6 Plus passt da optimal rein. Ich drehe jetzt mal ein bisschen schneller. Müsst ihr jetzt ja nicht sehen. Das dauert natürlich ein bisschen. In der Zwischenzeit kann ich mal sagen, 29,90 habe ich ja schon erwähnt und geeignet für das iPhone 6 Plus. Das muss man extra erwähnen, weil man bekommt dieses Rig auch auf Amazon und da steht extra dabei, dass es für das iPhone 6 Plus nicht geeignet ist. Das ist allerdings Blödsinn, könnt ihr mir glauben. Seht ihr jetzt ja auch. So. Aufsetzen, ein bisschen festziehen, wieder nicht zu fest und schon hat man jetzt diesen Griff hier dran. Bauscht natürlich ganz schön auf oder macht das Ding natürlich ein bisschen klobiger, aber der Vorteil ist, durch diese Rändeschraube und diese Backen kann man es leicht wieder runternehmen und muss es nicht die ganze Zeit dran haben und wenn man dann mal ein Video machen will, was wichtiger ist, kann man halt so schön hier dran halten. So, hat man ja wie gesagt noch die Handschlaufe und den Griff. Kurz zu Ende erzählen. Wie gesagt, auf Amazon steht, dass es für das iPhone 6 Plus nicht geeignet ist, ist es aber. Und ich habe es direkt über die Seite von dem Hersteller Shoulderpod bestellt und da steht auch nochmal explizit da, dass es für das 6 Plus geeignet ist. Und wie man sehen kann, ist, wenn jetzt hier der Griff dran ist, man die Handschlaufe um hat, man hat das Telefon wirklich sicher in der Hand. Das muss ich mal ganz kurz hier wieder entsperren und wenn man jetzt praktisch ein Video, es geht, also man kann auch alles dann erreichen, einfach und ohne Angst zu haben, dass man das Telefon auseinanderfällt und dann kann man sehr schön hier praktisch filmen. Ich finde es toll und ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung gewesen, das zu bestellen. 29,90 kann man nichts verkehrt machen und man hat es gut in der Hand. Ja, so viel zum S1 Smartphone Rig von Shoulderpod. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und tschüss Internet.